Jojo, und willkommen hier zu einer neuen Folge Astrotpilz mit Windzeit. Hallo. Heire Windzeit, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, ich habe Dünnschiss. Ja. Und heute haben wir wieder Fragen von Twitter. Die habt ihr uns nämlich fleißig unter dem Hashtag Astrotpilz gestellt. Und ich fange dann auch schon mal mit der ersten Frage an. Die anderen Fragen, die ich rausgesucht habe, die kannst du quasi auch mit beantworten. Aber da ist die erste Frage, was nämlich sehr, sehr oft gefragt wird. Wann machst du wieder The Walking Dead? Und Walking Dead habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht. Und ihr denkt euch, ist das jetzt beendet? Ist das pausiert? Ich verstehe es nicht. Und bei Walking Dead ist es so, dass ich noch 2 Folgen parat habe. Aber ich habe mir gedacht, dass es einfach, ich habe mir im Endeffekt irgendwie gedacht, das passt nicht so wirklich zu meinem Kanal. Ich habe das irgendwie so alles so ein bisschen überstürzt mit dem, dass ich einfach Walking Dead gebracht habe. Und es kam dann halt nicht so gut an wie gedacht. Aber denkt jetzt nicht, dass es vorbei. Ich werde das nämlich in Zukunft so machen, dass ich das auf meinem Zweitkanal hochladen werde. Und da werdet ihr euch das dann angucken können. Ja. Yeah. Und das werde ich in der Playlist packen, damit auch die größten dummen Köpfe das checken. Okay, nächste Frage. Also Patrick, ne? Falls du schaust, du weißt, wie es genau geht. Einfach Patrick, Playlist. Wenn du es gucken willst, Playlist einfach down. Danke. Bei dir. Nächste Frage von Kim Hardy. Die hat nämlich gefragt, schläfst du jetzt auf dem Boden oder wo ist dein Bett? Weil in meinem Zimmer ist ja kein Bett mehr. Und viele Leute haben sich gefragt, hä? Schläft er jetzt auf dem Boden? Ich verstehe das nicht. Aber bei mir ist es so, ich habe eine eigene Etage bei mir in meiner Behausung. Und deswegen habe ich noch einen extra Raum zum Schlafen. Ich habe ja auch eine extra Toilette, alles mögliche. Ist quasi wie eine eigene Wohnung. Deswegen macht euch da keine Gedanken, dass ich jetzt auf dem Boden schlafen muss. Habe ich mir so. Aber. Ich hab schon Obdachlosenheim und so alles angerufen, weil ich mir Sorgen gemacht habe, Alter. Echt? Ja, Bruder. Digga, brauchst du nicht so Sorgen machen. Oh, Bruder. Okay, weiter. Okay, nächste Frage von Let's Dome. Warum hast du mit YouTube angefangen? Sag doch mal, Kadel, warum hast du mit YouTube angefangen? Das ist so eine Frage. Irgendwie ist es so komisch. Also was ich mein, der Grund war oder wieso ich angefangen habe. So. Ja, warum hast du angefangen? Ist ja nicht selbstverständlich, dass du mit YouTube angefangen hast. Also am Anfang, also ich habe so halt auch so YouTuber und so geguckt. Mhm. So Seeking Guy und so. Also ich weiß nicht, ob überhaupt irgendeiner von ihnen ihn kennt. Den habe ich entdeckt, als ich so Assassin's Creed Brotherhood irgendwie gesucht habe oder irgendwas anderes. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Assassin's Creed 2 oder so. Und der hat das Let's Played und ich fand das richtig cool. Und irgendwann hat er Minecraft angefangen so. Und das hatte ich dann mit meinem Kollegen Mo. Kennst du ja auch, Felix, ne? Mhm. Der Eskimo. Und ja, und dann haben wir einfach mit dem irgendwie angefangen so. Und bei ihm, dann hat er irgendwie so ein Minecraft Xbox ist rausgekommen, dann ging er voll ab, so hatte er 300 Abos und so. Hat mich richtig gefreut. Ja, das war damals übertrieben krass, Alter. Das war eine ganz andere Dimension so. Heute geht man ab, wenn man so 100.000 am Tag macht, Leute. Ja. Aber ja, auf jeden Fall ging er da so richtig ab, so 300 Abos oder so. Und irgendwann gab's mal von irgendeinem YouTuber, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, so ein Turnier, da konnte man sich anmelden beim Let's Player Forum. Habe ich gemacht, oh, und Gott. Dann habe ich da so mitgemacht und dann ging's das Let's Player Forum, Alter. Ja, und dann habe ich Abos bekommen, so 100 und dann hatte ich irgendwann 1000 und dann so habe ich mich so gedacht, aber WTF, Alter, wo bin ich? Und da waren ganz viele Snitches und so. Aber was soll man machen, Leute? Und jetzt bin ich hier unter der Brücke und spiele Minecraft. Also ich habe YouTube angefangen aus Langeweile, das war's. Ja, also Spaß, Langeweile, Leute unterhalten, ja. Sowas, ne? Aber, also, das war's. Am Anfang habe ich so Minecraft-Grief-Videos gemacht, wo ich alles kaputt gemacht habe. Und dann habe ich erkannt, dass es Leuten das Herz gebrochen hat. Weil ich habe dann irgendwann mal was kaputt gemacht und hat da einer so geschrieben, nein, bitte, bitte lass das, bitte, ich habe da so lange dran gebaut. Und das hat mir so im Herzen weh getan, dass ich nie wieder gegrieft habe. Ja. Ja, Freunde. Ja, so habe ich angefangen. Okay, nächste Frage von Luis Miguel Knaut. Er hat nämlich gefragt, wie sieht es mit Livestreams aus? Bei mir ist es so, mit Livestreams, ich habe schon ein paar Mal gestreamt. Nur irgendwie, wenn ich immer streame, werde ich entweder gededost oder mein Internet ist zu langsam oder Unity Media macht einen auf Hurensohn und dann ist es wieder ultra langsam. Livestreams kommen dann, wenn ich alles ausgeklügelt habe, wie das perfekt funktioniert. Und dann werdet ihr in Zukunft auch wieder Livestreams sehen. Ja. Nächste Frage von @fabi1111bvb. Er hat nämlich gefragt, was machst du nach Varo für Projekte?
Also Varu ist ja erstmal gar nicht dabei. Also erstmal ist Varu gar nicht dabei, weil das werde ich auch gleich nochmal beantworten in einer anderen Frage. Aber ein anderes Projekt kommt auf jeden Fall nach Varu, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Das ist schon in den Kinderschuhen und da werdet ihr euch sicherlich drüber freuen. Ja. Nächste Frage von Christian Hölter. Er hat nämlich geschrieben, was war dein Traumjob früher? Empfindest du YouTube als Job und ist es dein Traumjob? Mein Traumjob früher war immer Erfinder oder Astronaut oder sowas zu werden. Und YouTube ist ja jetzt eigentlich quasi mein Job. Und irgendwie auch, man kann sagen, ein Traumjob, weil es dann einfach Spaß macht und weil ich damit mein Geld verdiene, wenn man das so sagen kann. Also, ja, es ist mein Traumjob. Und bei dir? Yeah. Ob YouTube mein Traumjob ist? Oder werden kann in deiner... Ja, also, ich bin halt auch so ein Mensch, der sich nicht so gern irgendwas von anderen sagen lässt, aber ich lasse es mir trotzdem sagen, obwohl ich das halt nicht gerne sagen. Also ich sag, guck mal, wenn irgendjemand sagt zu mir, ja, mach das, mache ich das, aber ich will das halt eigentlich gar nicht so. Mhm. Deswegen wäre das eigentlich voll geil, so, weil man sich selbst also erstmal ausleben kann. Du bist dein eigener Chef. Ja, man ist dein eigener Chef, du schreibst dir deine, du musst dir nichts vorschreiben, so, also schon, du hast noch irgendwelche Grenzen so, aber es gibt keinen, der dich rumkommandiert und dich feuern kann und so. Genau, so sieht's aus. Einfach, das ist viel entspannter. Niemand nervt dich. Du kannst auf Toilette gehen, wann du willst und so, ja. Weißt du? Das ist einfach. Und du kannst arbeiten, wann du willst. Das ist halt das Geilste. Genau. Und einfach auch die Community, die ist halt mega geil. So, und das packt doch viel mehr, wenn man Leute unterhält. So, ich will sowas so irgendwie so machen, aber naja. Oh ja. Ja, also okay. Ist so ein Traumjob. Das hört sich gut an. Die nächste Frage von Olli, unterstrich 540. Was ist deine Lieblings-Fastfood-Kette? Erzähl doch mal, Kalle. Ja, Freunde, also, oh, da kenne ich mich gut aus, glaub mir. Also, jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Döner. Mhm. Meine Lieblingskette ist McDonald's, Spaß. Also ich Dönerläden sowieso das Beste. Also, aber das aber ist ja keine Kette. Genau. Also so Kette, so Subway und sowas meint er, ne? Mhm. Boah, kann ich mir eigentlich gar nicht entscheiden, Alter. Ich kann mich da relativ easy entscheiden, eigentlich. Ja, also bei mir ist das wirklich Subway, weil ich das einfach ultra lecker ja, finde. Ja, also Baguette und so, ne? Ja. Oh, Junge, Sandwich und so. Aber Leute, ich glaube, ich würde KFC nehmen. Ja, bei mir kommt wirklich nach Subway kommt KFC, so ein dicker Bucket voll mit Chicken Wings und danach kommt dann Burger King. Oh, lass mal nicht über Essen reden. Oh, sorry, tut mir leid, Alter. Richtig mies, ey. Okay, Alter, nächste. Oh ne, also ich wollte schon sagen, nächste Frage, aber es waren schon alle Fragen. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, diese kleine Ask Rotpilz-Runde, dann lasst doch eine positive Wertung da und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, die Tage kommt wieder auch eine Folge und guckt auf jeden Fall beim Cuttle vorbei, der macht nämlich auch ganz lustige Videos, der ist unten in der Beschreibung. Stimmt, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!